Einen wunderschönen guten Abend, sehr verehrte Damen und Herren. Ich darf Sie heute Abend zu unserem zweiten Webinar mit unserem Marktanalyst David Yuso, der 5-Tage-Workout-Challenge mit der IG Academy begrüßen. Mein Name ist Leonard Hempel und ich darf Sie, bevor wir beginnen, kurz auf unseren Haftungsausschluss hinweisen. CFDs sind Finanzprodukte mit Hebelwirkung. Der Handel mit CFDs birgt ein hohes Risiko und kann nicht für jeden Anleger geeignet sein. Vergewissern Sie sich, dass Sie alle damit verbundenen Risiken vollständig verstanden haben und lassen Sie sich gegebenenfalls von unabhängiger Seite beraten. Der Handel mit CFDs kann nicht nur zum Totalverlust Ihres eingesetzten Kapitals führen, sondern auch darüber hinausgehende Verluste nach sich ziehen. Dieses Webinar stellt keine individuelle Anlageberatung dar. IG Bank SA ist unter der Adresse 42 Rue du Rhône in 1204 Genf registriert von der Firma zugelassen und unterliegt deren Aufsicht. Kurz noch ein paar Worte zu der IG-Gruppe. IG existiert als Gruppe seit über 47 Jahren und hat somit 47 Jahre Trading-Erfahrung. Wir haben eine globale Präsenz in über 14 Ländern und vertreten weltweit mittlerweile über 313.000 Kunden. Die IG Bank selber wurde 2014 gegründet, ist wie gesagt von der FINMA reguliert und hat zwei Büros, eins in Genf und eines in Zürich am Paradeplatz. Das Trading mit der IG Bank birgt viele Möglichkeiten. Sie haben Zugriff auf über 17.000 handelbare Märkte, professionelle Handelsplattformen sowohl im Web als auch als App. Wir sind der weltweit größte Anbieter von CFDs, bieten mehrsprachigen Service, die Exzellenz einer Schweizer Bank und natürlich unsere Bildungsplattform, die IG Academy. Zur IG Academy auch noch kurz ein paar Worte. Wie Sie sicherlich wissen, ist dieses Webinar Teil unseres Kurses. Dazu haben wir auch ein paar Online-Kurse zum Selbststudium ausgewählt. Das wäre einmal, wie funktioniert der Handel mit CFDs? Die Psychologie des Tradings und Planung und Risikomanagement. Diese werden unterstützt von Live-Webinaren mit unseren Experten. Am Dienstag hatten wir bereits, wer fällt Ihre Trading-Entscheidungen, Bauch, Herz oder Kopf? Die Aufzeichnung ist mittlerweile auch auf der IG Academy verfügbar. Und heute Abend haben wir, wie gesagt, Risk und Money Management im kurzfristigen Trading verstehen und anwenden. Und damit darf ich nun an meinen Kollegen David Yusuf übergeben. Viel Spaß. Ja, vielen Dank, Leonard. Ich begrüße Sie herzlich zu dem Webinar. Ich freue mich, dass Sie zugeschaltet haben. Vorab gerne noch mal kurz zur Information: Wenn Sie mich nicht verstehen können, den Screen nicht sehen können oder sonst irgendwelche Fragen haben, bitte gerne in die Fragensektion einstellen und ich werde versuchen, so schnell wie möglich darauf zu reagieren. Sofern ich aber nichts sehe, gehe ich einfach mal davon aus, dass alles in Ordnung ist und ja, beginne eigentlich auch recht schnell mit dem Webinar beziehungsweise mit dem Thema, worum geht es hier? Risk, Money und Trade Management. Das sind drei Dinge, die für mich sehr wichtig sind und bilden quasi das Grundgerüst im Trading. Ohne das geht es nicht. Als ich angefangen habe mit dem Traden, habe ich mich in der Regel immer nur auf die Analyse konzentriert, habe dann aber im Nachhinein nie verstanden, warum das nicht funktioniert hat, weil die Analyse eben nur ein Faktor im ganzen Trading-Spiel oder generell im Trading oder im Investieren ist. Das zieht sich ja über alle Strategien hinweg, würde ich sagen. Nicht nur für das Trading gilt das, sondern auch für das Investieren. Man kann viel analysieren. Man ist aber im Wettbewerb mit sehr vielen Investoren weltweit und solange man keine Insider-Informationen zu einer gewissen Aktie oder zu einem gewissen Markt hat, hat man da eben keinen wirklichen Edge, selbst wenn man ein guter Analyst ist. Den Edge, den muss man sich halt eben über seine strategischen Ansätze wieder reinholen. Umso schwieriger wird es dann natürlich auch beim Trading, weil alles viel schneller abläuft. Das ist das eine. Das zweite ist, wir traden Märkte, die sehr liquide sind. Und wenn Märkte sehr liquide sind, dann bedeutet das umso mehr, dass Informationen bereits im Preis inbegriffen sind. Ja, bei Einzelwerten kann es schon mal sein, dass der Markt vielleicht eine gewisse Information noch nicht eingepreist hat, weil noch nicht alle Investoren weltweit eine gewisse Information gesehen haben.
Aber bei sehr liquiden Märkten ist es doch schon so, dass die Erwartungen sehr schnell auf die Preise durchschlagen, meistens sogar noch bevor überhaupt die Informationen eintreffen. Sie mögen das vielleicht schon mal gesehen haben, wenn Sie jetzt, sagen wir mal, jetzt nehmen wir diese Woche, der US-Dollar bleibt weiterhin stabil. Warum? Weil wir wahrscheinlich, weil wir in dieser Woche hawkische Aussagen seitens Jerome Powell hatten, aber morgen stehen wieder die Non-Farm-Payrolls an. Das heißt, Erwartungen bestehen dahingehend, dass diese gut ausfallen. Es gibt also wenig Gründe, dass der US-Dollar stark weiter korrigiert. Also, also er hat ja jetzt letztens korrigiert, das jetzt nur am Rande als Beispiel. Aber jetzt speziell in dieser Woche haben wir einige hawkische Tendenzen und das wird sehr schnell eingepreist. Das heißt, der US-Dollar bleibt stabil. Insofern, das genau am Rande, liquide Märkte, je liquider sie sind, umso mehr sind die Informationen schon im Preis inbegriffen und da umso mehr brauchen wir dann ein gewisses Grundgerüst, das nicht nur auf der Analyse basiert, sondern tatsächlich im Rahmen des Risk Money und Trade Management beinhaltet. Warum? Ja, wir müssen ja irgendwie zusehen, dass wir die Chance auf unsere Seite bekommen. Und zwar, wir wissen, dass wir immer ins Risiko gehen, aber da wir ja mehrere Trades absetzen, können wir nicht immer nur ins Blaue hineintraden, nur auf Basis der Analyse, sondern wir müssen schon versuchen, im Zusammenspiel mit der Analyse gute Setups zu finden, in denen wir auch eine gewisse Chance auf unserer Seite haben, nicht nur das Risiko. Und darum geht es halt eben im Risk, Money und Trade Management. Alle drei Ansätze sind irgendwo miteinander verwoben. Zumindest bei mir ist das so. Das mag bei anderen vielleicht etwas divergieren, aber ich mache es so und stelle das gleich auch dementsprechend hier als Thema vor. Okay, worum geht es denn eigentlich genau? Fangen wir mit dem Risk, also grundsätzlich, was ich eben auch schon erwähnt habe, Trading und Investieren. Ja, um einfach mal zu verstehen, wieso Risk Management so wichtig ist, weil ich glaube, dass am Ende sich alles auf dieses Risk und Money Management runterbrechen lässt. Ja, wenn wir traden, müssen wir Stop-Loss-Marken benutzen, müssen wir Setups auswählen, die zum Beispiel eine gute Chance uns liefern, dazu gleich mehr. Im Investieren ist das anders. Dort haben wir andere Ansätze, aber trotzdem Ansätze, die sich aufs Risk Management beziehen, zum Beispiel Diversifikation. Na, also wir haben im Investieren kein oder geringes Timing. Dann haben wir die Diversifikation und lange Laufzeiten. Das sind alles Faktoren für ein gewisses Risk Management. Ja, wir haben also wir wollen über lange Laufzeiten das Risiko glätten quasi, indem wir gewisse Drawdowns aussitzen. Mit der Diversifikation streuen wir das Risiko. Im Trading, insbesondere mit Hebelprodukten, können wir kaum diversifizieren, weil das wird dann einfach viel zu teuer. Das Risiko ist auch zu hoch, weil man kann halt eben schlecht 10 gehebelte Produkte kaufen bzw. Positionen fahren, wenn man jetzt normaler Retail-Trader ist. Insofern müssen wir einen anderen Risk Management Ansatz fahren. Hier haben wir keine bzw. geringe Diversifikation. Wir setzen stark auf Timing. Warum, erkläre ich gleich nochmal. Und wir haben kurze Laufzeiten. Das heißt, es verlagert sich, das Risk Management verlagert sich. Aber das ist, finde ich, wichtig, um einfach mal zu verstehen, dass das Risk Management, egal bei welcher Strategie, am Ende wichtig sein wird. Ob wir jetzt tatsächlich Buy and Hold betreiben, oder ob wir jetzt kurzfristiges Trading betreiben, Risk Management wird am Ende trotzdem wichtig werden, nur vielleicht in einer etwas anderen Form. Was versteht man denn jetzt eigentlich unter Risk Management? Aus meiner Sicht verstehe ich folgendermaßen Risk Management und zwar bezogen auf die technische Analyse. Denn wie ich eingangs erwähnt habe, ich habe einfach irgendwann mal gemerkt, dass bei sehr liquiden Märkten Informationen sehr schnell eingepreist werden. Und ich möchte schon jede Unsicherheit versuchen, heraus aus meiner Gleichung zu filtern. Ja, und je mehr Informationen ich in einen sehr liquiden Markt reinnehme, umso mehr Unsicherheit habe ich da drin. Das war zumindest meine Erfahrung, die ich dann irgendwann mal gemacht habe. Am Anfang habe ich immer noch die Meinung vertreten, je mehr Informationen ich habe, umso besser wahrscheinlich meine Entscheidung. Aber wie gesagt, in sehr liquiden Märkten sind die Informationen bereits meistens eingepreist. Und ich gebe Ihnen einmal ein Beispiel. Morgen, Non-Farm Payrolls. Wie soll ich jetzt darauf reagieren? Ich habe eine gewisse Erwartung, dass die vielleicht stärker, besser ausfallen. Das ist eine Erwartung, die sich nur auf diese Information bezieht.
Aber wie der Markt tatsächlich darauf reagieren wird, das weiß ich nicht. Also bringt mir diese Information eigentlich nicht viel, indem ich diese Erwartung habe. Ich kann zwar daraus resultieren oder erwarten, dass der Dollar oder der S&P auch erst einmal zunimmt oder ja, stabil bleibt, aber so wirklich wissen kann ich das nicht. Insofern ist das für mich eine gewisse Unsicherheit, die ich mir nochmals in die Gleichung mit reinnehme. Aber ich nehme das am Anfang nicht so wahr. Ich denke eher, okay, ich habe jetzt hier eine Information und ich möchte diese Information handeln. Aber eigentlich habe ich mir damit nur ein zusätzliches Risiko mit reingenommen. Ich weiß es nicht. Am Ende reagiere ich eh auf den Kurs. Ja, entweder ich werde ausgestoppt oder ich bin so gut positioniert bereits im Vorhinein, dass die Position, dass eben die Nachricht meine Position mit unterstützt. Aber ich gehe nicht in die Position auf Basis meiner Erwartungen bezüglich dieser News, weil das für mich einfach ein größeres Risiko darstellt. Das nur mal als Beispiel am Rande. Aber bleiben wir beim Risk Management. Das Risiko je Trade wird normalerweise auf Basis der Charttechnik gemessen in R. Ja, also es ist ein R. Die Chance sollte in der Regel mindestens ein R darstellen. Ich zeige Ihnen das gleich nochmal in Chartform. Bedeutet eigentlich, wenn ich mir einen Stop-Loss, sagen wir mal, von 20 Punkten definiert habe, dann sollte meine Chance nach oben, die ich ebenfalls erwarte, mindestens genauso hoch ausfallen, also 20 Punkte. In der langfristigen Betrachtung trägt das einer längeren Verlustserie Rechnung. Und das ist genau deshalb wird das Risk Management auch wichtig werden, denn wenn wir mal in eine Verlustserie im kurzfristigen Trading kommt das nicht selten vor. Warum? Weil wir in gewisse Seitwärtsphasen mal reinschlittern, in denen wir das Gefühl haben, okay, jetzt geht hier ein Trend los und dann sind wir aber trotzdem nicht im Trend und dann fluktuiert das hin und her. Und da kann es halt passieren, dass wir ziemlich oft in ja, mehrere Verlusttrades hintereinander verzeichnen. Und da, gerade in dem Moment, ist es halt wichtig, dass unsere Verluste, eigentlich sollten sie noch geringer sein, also vielleicht sogar 0,5 R zum Beispiel, ja, also 10 Punkte von, aber das kann man halt. Zumindest ich kann das nicht immer so bewerkstelligen, weil für mich halt auch andere Faktoren eine Rolle spielen, wie zum Beispiel das genaue Level, wo ich mich absichern möchte. Also ich gehe jetzt nicht hin und sage, so jetzt habe ich eine Chance von 20 Punkten zum Beispiel und jetzt muss ich mich unbedingt bei 20 Punkten nach unten absichern, sondern es ist schon für mich wichtig, dass ich im Vorhinein weiß, dass ein wichtiges Tief bei 20 Punkten liegt und nicht mehr. Und wenn ich sehe, dass das wichtige Tief zum Beispiel bei 25 Punkten liegt, ich nach oben nur 15 Punkte eine Chance sehe, dann ist das für mich kein gutes Setup. Also deshalb in der langfristigen Betrachtung trägt das einer längeren Verlustserie in gewisser Weise Rechnung. Demnach werden Setups ausgewählt, die dies hergeben. Das ist das, was ich eben erwähnt habe. Entfernung zum nächstgelegenen Tief hoch für die Wahl des Stop-Loss ist wichtig aus meiner Sicht. Und ja, und die möglichen Setups natürlich, die man da mit berücksichtigen kann. Bodenbildungen, zum Beispiel SKS, Zwischentiefs, Hochs, Korrekturen, Ausbrüche. Ich werde gleich, wenn ich die ganzen Slides erstmal durch habe, das sind nicht viele, nochmal dann in die Plattform reingehen und dann schauen wir uns das im Live-Chart des S&P 500 Index mal ein bisschen an, wie solche Setups aussehen könnten und wo gute, ja, Trading-Gelegenheit entstanden sind in der Vergangenheit und was eventuell jetzt demnächst mal machen könnte, beziehungsweise, ja, wie gesagt, wir schauen uns einfach an, wie die aktuelle Lage so ist und ich gebe ein paar Beispiele, wie man da rangehen kann, im Zusammenhang eben mit diesen Dingen, die ich jetzt hier aufzähle. Wie gesagt, Risk Management, simpel ausgedrückt, unsere Chance sollte mindestens genauso hoch ausfallen, unsere eingeschätzte Chance wie das Risiko, was wir nach unten haben. Und das Ganze kann ich Ihnen hier zum Beispiel in Chartform zeigen. Sie sehen ja, wir haben hier zum Beispiel ein Setup eines ja, markanteren Tiefs. Ne? Also wir haben hier ein Tief, erstmal schönes Volumen in der Erholung, dann haben wir hier diese Korrektur und dann haben wir dieses Tief. Das ist ein 4-Stunden-Chart des S&P 500 Index. Das heißt, wir haben hier auf 4-Stunden-Basis diese Erholung und hier könnte man sagen, okay, das ist jetzt ein markantes Tief. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Dieser Trade ist jetzt nicht unbedingt der idealste Trade. Die Setups muss man sich natürlich selber zurechtlegen und dann schauen, ob das wirklich zusammenfällt mit der eigenen Analyse,
Strategie oder mit dem eigenen Ansatz. Hier in diesem Fall ist es halt positiv, dass wir bereits schon eine gewisse Strecke an Korrektur zurückgelegt haben. Denn je länger die Strecke an Korrektur, die wir zurückgelegt haben, ist, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier eine gewisse Erholung zu sehen bekommen oder zumindest, dass die Erholung sich etwas weiter fortsetzt, auch wenn der Trend noch nicht gänzlich beendet worden ist. Das heißt, die Chance insgesamt hier einen guten Trend oder ein gutes Setup zu wählen, ist halt höher, wenn wir schon eine längere Strecke an Korrektur zurückgelegt haben. Hier aber zurück zu sprechen auf das Beispiel. Wenn wir hier, sagen wir mal, long gehen würden, wir haben jetzt hier die 4-Stunden-Kerze, die hat jetzt positiv geschlossen. Das ist für uns ein gutes Zeichen, ein höheres Tief. Und jetzt können wir hier long gehen. Und wir haben jetzt hier eingeschätzt, hier würden wir unseren Stop legen und zwar unter dem nächstgelegenen wichtigen Tief. Das ist das, was ich eben ebenfalls erwähnt habe. Das ist für mich halt eben wichtiger als zu sagen, ich wähle jetzt stets 20 Punkte oder 10 Punkte, sondern für mich ist es wichtiger, dass wir den Stop, die Absicherung der wichtigen Tief haben. Wenn wir jetzt relativ kurzfristig unterwegs sind, dann ist dieses Tief wahrscheinlich das Markantere. Wer jetzt vielleicht auf einen größeren Swing Trade aus ist, für den wäre vielleicht auch das Tief vielleicht nicht schlecht. Ich verbinde beides so. Das werde ich gleich nochmal im Rahmen des Trade Managements erklären. Für mich ist es einfacher zu sagen, ja, ich möchte diesen Swing Trade machen, aber ich möchte mir dieses Ziel nicht von vornherein festlegen. Denn wie gesagt, ich möchte alle Unsicherheits- oder so viele Unsicherheitsfaktoren raus aus meiner Gleichung rechnen, die es gibt. Und mir ein Ziel festzulegen, ein festes Ziel, ist für mich schon wieder ein Unsicherheitsfaktor. Ich neige dann dazu, einfach viel zu lange abzuwarten, denn ich weiß nicht, ob der Kurs wirklich dieses Ziel erreichen wird und alles, was ich nicht weiß, will ich aus meiner Gleichung so gut wie möglich rausrechnen. Insofern versuche ich beides zu verbinden. Ich möchte schon einen Swing Trade machen, aber gleichzeitig auch einen kurzfristigen Trade machen. So wichtig ist aber nochmal zurück zu dem R. Wir haben hier den Stop Loss, also müssen wir mindestens ja, ein R haben für zumindest erste Gewinnmitnahme. Bedeutet, ja, ich habe hier eine gewisse Chance, dass wir uns tatsächlich hier in ri diese Richtung erholen, ne? Das heißt, zumindest das erste Ziel, was ja nicht sehr weit entfernt liegt, wäre ja ungefähr hier im Bereich dieses Hochs. Und das hätten wir mit einem R tatsächlich hier in diesem Fall erreicht. Insofern ist dieses Setup gar nicht mal so schlecht gewesen. Und dann kann man hier tatsächlich hier diesen Trade quasi eingehen. Hier als Beispiel bezogen auf diese Risk Management Methode. Auf den Chart komme ich gleich nochmal zu sprechen. Das Ganze funktioniert natürlich auch in umgekehrter Weise. Ebenfalls, wenn man sich gewisse Setups dann anschaut, SKS-Formationen, Tiefs, Top-Bildungen und so weiter. Es funktioniert auch übrigens mit Zwischen Tiefs und Hochs. Also das heißt, wir können uns in einem bereits befindenden Trend oder in einem Trend befinden und dann eine stärkere Korrektur verzeichnen und dann nochmal Verzeihung, und dann nochmal ein Zwischentief, das so ähnlich aussieht. Was versteht man jetzt unter Money Management? Das ist auch eigentlich recht simpel. Darunter versteht man in der Regel die Wahl der richtigen Positionsgröße. Und ich für mich habe das so festgelegt, je ungünstiger der Entry, also weiter weg ich von wichtigen Stop-Loss-Level bin, was ich mir vorher definiert habe, desto geringer sollte meine Positionsgröße ausfallen. Das ist das eine, also das heißt, entweder ich bin zu weit weg von meinem Stop-Loss-Level oder aber ich bin im Trend schon sehr weit fortgeschritten. Das ist das eine, also da bin ich auch eher vorsichtiger, vor allem, wenn wir irgendwie sehr weit fortgeschritten sind im Trend und wir fangen an, so ein bisschen rumzueiern. Es sieht eher nach Konsolidierung aus. Es sieht nicht mehr nach einem stabilen Trend aus. Da gehe ich lieber auch erst einmal eine geringere Positionsgröße ein. Verzeihung. Und ja, genau. Und schaue mir dann einfach an, wie sich das entwickelt und baue die Position eventuell später wieder auf, wenn wir ein markantes Zwischentief oder sowas bekommen, also im Rahmen einer gewissen Korrektur. Muss aber nicht unbedingt sein. Oft behalte ich einfach auch diese geringere Position einfach bei. Grundsätzlich ist die Positionsgröße auf ein Maximum gemäß der Trefferquote sowie dem vorhandenen Kapital anzupassen. Ja, das
muss jeder für sich irgendwo entscheiden. Das ist ja eine der Hauptregeln von Tradern, generell zu sagen, ich setze pro Trade nur 1% meines gesamten Eigenkapitals ein, 2%, 5%. Und deshalb habe ich hier die Trefferquote mit ins Spiel gebracht. Da gehört natürlich eine gewisse Portion Erfahrung dazu oder ein gewisser Tracking Record dazu, um zu sagen, okay, ich treffe, sagen wir mal, in 70% der Fälle sind meine Setups gut und ich treffe auch die Richtung und das Risikomanagement passt. Also kann ich vielleicht meine Positionsgrößen auf 2% anpassen oder vielleicht sogar auf 5%. Aber das ist ein längerfristigerer Prozess. Das müssen Sie dann für sich selber quasi rausfinden. Und wie gesagt, das ist etwas, genau, was eher individuell anzupassen ist, aber trotzdem sehr wichtig ist, insbesondere weil wir ja mit Hebel arbeiten. Und da sollte man auch aufpassen, dass man nicht zu schnell erhöht, dass man vielleicht eine gute Phase hatte, die einen Monat vielleicht mal läuft und dann neigt man eben dazu, die Positionsgrößen immer kontinuierlich zu erhöhen und zu sagen, okay, jetzt möchte ich doch ein bisschen mehr Einsatz fahren und da ein bisschen mehr rausholen und nach dieser Phase kommen wir aber in eine schlechte Phase und geben dann einfach viel zu schnell die Gewinne wieder ab, die wir mit reingeholt haben. Deshalb würde ich empfehlen, sich hier tatsächlich doch mehr Zeit zu lassen. Das ist nicht sehr wichtig. Wichtiger ist eine gewisse Kontinuität. Wenn die Kontinuität da ist, dann macht man auch mit geringem Einsatz gute Renditen sozusagen. Ja, dann braucht man eigentlich gar nicht so stark zu erhöhen, weil man ja dann sicher ist, dass man ja eine relativ gute Trefferquote hat. Man kommt auch nicht immer vielleicht in dieses Gefühl, man muss jetzt unbedingt erhöhen. Das ist eher so zu Anfang der Fall, glaube ich, wenn man wirklich so eine gute Phase hatte und aber trotzdem noch nicht so viel Erfahrung, dann sagt man sich, okay, das funktioniert, jetzt will ich mal mit 5% reingehen. Würde ich, wie gesagt, nicht empfehlen, sondern da eher trotzdem irgendwie diszipliniert bei derselben Größe bleiben. Klappt bei mir auch nicht immer, muss ich zugeben. Ab und zu kommt bei mir auch mal der Zocker durch nach so einer Phase und ich erhöhe mal zwischendurch. Aber ich werde dann auch relativ schnell wieder runtergeholt. Und ja, wie gesagt, daher an dieser Stelle diese Empfehlung. Das versteht man größtenteils unter Money Management, meiner Meinung nach zumindest. Was versteht man unter Trade Management? Das ist der Faktor, den ich eben schon auch teilweise mit besprochen habe im Rahmen des Risk Management. Aber es geht noch etwas weiter. Ja, hier geht es nämlich um die Kombination. Was möchte ich denn eigentlich machen? Möchte ich mir feste Ziele definieren oder möchte ich lieber einen Swing Trade fahren, mit dem ich ja auf der einen Seite so viel wie möglich des Swings mitnehmen kann und gleichzeitig aber trotzdem mir gewisse Gewinne sichern? Also aus meiner Sicht haben wir deshalb zwei Möglichkeiten, den Trade zu managen. Entweder wir haben feste Ziele oder wir arbeiten mit Profit Takes, also mit Teilgewinnmitnahmen. Aus meiner Sicht haben Profit Takes mehrere Vorteile und einen Nachteil. Der Nachteil ist, dass die Positionsgröße im Verlauf immer geringer wird. Das heißt, mein Gewinnpotenzial sinkt ebenfalls für diese Positionsgröße. Verständlich, ja, wenn ich immer die Positionsgröße um 50% irgendwie verringere, dann ist klar, dass selbst wenn der Trend sich nochmal stärker fortsetzt, dass ich dann nur noch mit der Hälfte der Position drin bin und dementsprechend ich auch weniger mit dem nächsten Swing, quasi mit dem zweiten Teil des Swings machen kann. Vorteile aber überwiegen auf der Seite meiner Meinung nach. Und zwar haben wir zum einen, wir haben keine Festlegung eines festes Ziels, was oft zumindest für mich, weil ich da keine genaue Strategie habe oder vielleicht auch noch gar keine herausgefunden habe, aber möchte das eigentlich auch gar nicht, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass für mich so eine bessere Flexibilität gegeben ist. Aber diese Flexibilität ist trotzdem nicht zu umfangreich, ne? Also das heißt, ich weiß trotzdem, dass ich, sagen wir mal, ich bin in einer Position drin und ich bin mit 200 Euro im Plus, dann gehe ich da tatsächlich auch so vor, dass ich sage, ich nehme jetzt 100 Euro mit, fertig. Und ich schaue da eigentlich gar nicht mehr so sehr auf den Kurs, sondern für mich sind eben diese Profit Takes wichtiger. Der Fokus liegt hier für mich nicht auf dem Ziel, nicht auf dem Kursziel, sondern auf dem Gewinn, den ich mir sichern möchte.
Und genau, aber ich nehme diese Unsicherheit raus. Ich möchte mir gar kein Ziel festlegen, weil das ja wieder mit Prognosen zu tun hat. Und je mehr ich prognostiziere, umso mehr Unsicherheit kommt in meinen Handel. Zumindest für mich ist das so. Der nächste Vorteil ist, ich kann den günstigsten Entry in der Regel ausnutzen. Der erste Entry ist meiner Erfahrung nach auch immer in der Regel der beste. Also zumindest wenn ich diese Setup-Regeln befolge, das Risk-Management befolge, was ich jetzt eingangs vorgestellt habe, dann ist es ja oft so, dass dieser Entry eigentlich der günstigste ist, in der Regel auch dann, wenn der Trend gerade begonnen hat. Wenn ich aber mir ein gewisses Ziel festlege, was vielleicht sogar zu weit entfernt ist, oder vielleicht sogar zu nah entfernt ist, dann muss ich mich immer wieder repositionieren und das bedeutet, dass mein Entry wahrscheinlich dann nicht mehr so günstig ausfallen wird wie beim ersten Mal. Das sieht ein bisschen anders aus, wenn wir von Zwischenhochs und Tiefs reden. Also das heißt, wenn wir in einem bestehenden Trend eine stärkere Korrektur gehabt haben und dann haben wir auch ein richtig gutes Setup nach oben, ein gutes Zwischentief und so weiter, dann kann man das durchaus machen, indem man sich halt in diesem Trend wieder repositioniert. Aber grundsätzlich habe ich die Erfahrung gemacht, dass der erste Entry für mich immer der beste ist, der günstigste ist und den will ich auch so weit wie möglich ausnutzen. Das ist der zweite Vorteil. Ja, und der dritte Vorteil, den ich eben schon kurz angesprochen habe, Swing oder Trendbewegung kann voll ausgenutzt werden, auch wenn die Positionsgröße kleiner wird, so ist es doch schon oft der Fall, dass sich die Trendbewegung tatsächlich so lange wie möglich mitnehmen kann. Natürlich kommt es öfters vor, weil wir starke Fluktuationen haben auf Basis von irgendwelchen unerwarteten News oder so weiter, dass man da trotzdem ausgestoppt wird. Grundsätzlich kommt es vor, dass man trotzdem eben ausgestoppt wird. Da gehe ich gleich nochmal drauf ein, wenn wir uns den Chart anschauen, wie ich da mit Stop-Loss eigentlich verfahre, wenn ich mit den Profit-Takes agiere oder kann das gleich nochmal kurz benennen. Und der vierte Teil ist die Restposition. Der vierte Vorteil, die Restposition kann als Absicherung für den nächsten Trade dienen. Für mich emotional und psychologisch betrachtet ein sehr wichtiger Vorteil, den ich auch gar nicht so lange her für mich entdeckt habe. Das heißt, wenn ich in einer Position bin, die schon länger läuft und ich habe eine gewisse Restposition drin und ich schaue mir ja die jeweiligen Märkte an, die liquiden Märkte und sehe dann schon ungefähr, okay, da könnte jetzt eine Chance entstehen und so weiter und so fort, dann ist es auch oft oder oft, genau, kommt es vor, dass ich diese Restposition als eine quasi Absicherung für den nächsten Trade benutzen kann. Ja, das heißt, ich bin da ja schon im Plus und ich habe einen richtig guten Entry. Die Restposition ist zwar klein, aber da ich ja schon lange im Swing Trade bin, habe ich einen gewissen, ja, unrealisierten Gewinn laufen schon mit dieser Position. Das heißt, wenn ich in die nächste Position dann reingehe, dann habe ich schon im Volumen oder im Betrag dieser unrealisierten Position eine gewisse Absicherung da. Das ist für mich emotional und psychologisch betrachtet ein viel leichteres Mittel, um tatsächlich den nächsten Trade einzugehen, weil ich weiß, okay, wenn dieser Trade nicht in meine Richtung läuft, habe ich zum einen erst einmal, wenn ich ein richtiges technisches Risk Management betreibe, gute Setups gefunden habe, habe ich zum einen erstmal da eine positive Chance und gleichzeitig bin ich auch mit der Restposition noch eine gewisse Absicherung im Hintergrund, die da noch mit läuft. Und es ist tatsächlich schon öfters mal bei mir so vorgekommen, dass wenn die Märkte sehr volatil geworden sind und da angefangen haben, sehr stark zu fluktuieren und ich in dem nächsten Trade bereits schon drin war und der nicht in meine Richtung lief, dass ich dann tatsächlich den Verlust einfach ausgeglichen habe mit der Restposition. Und damit habe ich dann am Ende mit der ersten Position zwar nicht die gesamte Position gemacht, also nicht das gesamte Plus, aber zumindest habe ich mit dem nächsten Trade keinen Verlust gemacht, obwohl ich klar einen Verlust realisiert habe, aber Sie wissen schon, was ich meine, denke ich. Ich habe das Ganze dann eben mit dieser Restposition abgesichert. Wie gesagt, emotional und psychologisch betrachtet ist das für mich ein sehr, ja, wichtiger Vorteil in dem Sinne. Ja. Das zu den Themen, was versteht man unter Risk, Money und Trade Management?
Kommen wir mal zu den Chart, aber ich will noch mal ganz kurz erwähnen, wie ich das mit den Stops mache, denn auch hier sehen wir ja zum Beispiel, wenn wir jetzt in dem Trade sind, hier hatte ich jetzt dann 1R, 2R, 3R und wenn dieser Trade tatsächlich jetzt hier eingegangen werden würde, dann würde hier bei 1R die erste Teilgewinnmitnahme erfolgen und dann würde ich würde, also ist es nicht in jedem Fall so, dass ich den Stop-Loss sofort nachziehe. Das ist immer abhängig davon, wo wir uns befinden. Aber in der Regel mache ich das doch schon recht schnell, weil ich mir immer denke, im Nachhinein ist ein Trade, der auf Break-Even ausgestoppt wird, wenn also das Setup richtig gut war und gut gestimmt hat, dann kommt das nicht sehr oft vor, dass man hier tatsächlich schnell auf Break-Even ausgestoppt wird. Es ist eher die Wahrscheinlichkeit höher, dass der Trade sich weiter fortsetzt oder der Trend. Insofern ziehe ich den Stop-Loss auch sehr schnell auf Break-Even nach oder vielleicht so ein bisschen höher unter wichtige Level. Ja, also es muss nicht unbedingt das Tief sein. Je höher wir uns weiter bewegen, umso mehr kann man auch eventuell andere wichtige Level in Betracht ziehen. Das heißt, hier wäre die erste Teilgewinnmitnahme, dann lässt man weiter laufen, zweite Teilgewinnmitnahme und dann hier eventuell die dritte Teilgewinnmitnahme. Hier wäre man, je nachdem, wie groß die Position natürlich ist, ich mache das so, dass ich immer die Hälfte der Position schließe. Irgendwann mal ist natürlich nichts mehr über. Das ist klar, sollte einem auch ja, klar sein, dass irgendwann mal man eventuell vielleicht doch nicht den ganzen Trend mitnehmen kann, weil die Position schon so klein ist. Und insofern arbeite ich da tatsächlich auch so, dass ich sage, okay, jetzt habe ich hier eine gewisse kleine Restposition laufen. Ich schaue mir an, wo es noch andere Chancen gibt und gehe da eventuell in die Position rein und die Restposition lasse ich so lange laufen, bis sie entweder ausgestoppt wird oder bis sie sich tatsächlich weiterentwickelt. Und man kann ja wirklich immer schrittweise reduzieren, ja. Und je höher wir kommen, trotzdem, dass die Positionsgröße geringer wird, aber wir einen relativ guten Entry haben, gewinnen wir trotzdem noch einen gewissen kleinen Anteil immer dazu. Genau, und mit den Stops verfahre ich in der Regel so, dass ich die nur auf Break-Even setze. Ich setze die nicht höher, die Trailing Stops. Warum? Ja, wie gesagt, weil es sich eigentlich immer ergibt, dass die Position so oder so geringer wird, weil ich immer wieder Teilgewinnmitnahmen tätige. Und ich habe es einfach erfahrungsgemäß so gesehen, dass es nicht notwendig war, hier den Trailing Stop tatsächlich immer weiter nach oben zu verschieben, sondern es hat mir ausgereicht, dass ich den auf Break-Even hatte. Und wenn es sein musste, dann bin ich halt irgendwo manuell ausgestiegen. Genau. Soweit dazu. Kommen wir vielleicht zu dem aktuellen Chart und schauen uns an, was da jetzt gerade so passiert. So, hoffentlich finde ich den jetzt auch. Moment. Dann müsste ich den wahrscheinlich jetzt nochmal neu aufmachen. Der ist jetzt verschwunden. Fragen hatten Sie bisher nicht, sehe ich. Also zum S&P 500, ja. Warum nehme ich den jetzt hier als Beispiel, um einfach auch zu zeigen, weil er ja sich eigentlich in einem stabilen Trend im Moment befindet auf Wochenbasis, aber hin und wieder bekommen wir es jetzt so langsam mit stärkeren Korrekturen zu tun. Und da ist es halt aus Trading-Sicht immer wieder interessant, ja, zu schauen und zu gucken, wo kaufe ich denn jetzt den Dip vielleicht? Ja, wo will ich jetzt diesen Swing Trade machen? Oder wo gibt es Anzeichen, dass wir hier vielleicht doch stärker nach unten einbrechen werden? Und da kann man genauso vorgehen, auch analytisch, jetzt nicht nur aus Sicht dessen, dass wir traden wollen. Und ich benutze da eigentlich sehr gerne hier als Tipp die linear gewichteten gleitenden Durchschnitte und zwar mehrere, hier 25, den 10er, 25, 50, 100. Warum mehrere? Weil ich solche ja, Indikationen hier sehen möchte, zum Beispiel. Ja, also ich möchte sehen, wo sich die gleitenden Durchschnitte insgesamt zusammenziehen und dann eventuell eine Möglichkeit, es gibt, nach oben auszubrechen. Und Sie sehen, in der Regel ist es so, dass wenn sich tatsächlich diese
gleitenden Durchschnitte alle zusammenziehen. Ja, wir hatten hier mehrere Trading-Chancen, wir hatten hier mehrere Trading-Chancen gehabt oder beziehungsweise hier eine starke Trading-Chance gehabt, aber diese Trading-Chancen musste man tatsächlich in der Regel nur auf Basis nur des Setups in Betracht ziehen. Hier in diesem Fall ist es aber so, dass ich auch eine gewisse Indikation auf Basis der gleitenden Durchschnitte habe. Ja, wir haben hier ein starkes Zusammenziehen und dann haben wir sogar noch ein Setup zusätzlich dazu, mehrere tiefere Tiefs, höhere Tiefs und dann ging es hier ziemlich stark nach oben. Und Sie sehen, wie stark diese Bewegung dann am Ende tatsächlich ausgefallen ist. Diese Bewegungen konnte man natürlich ebenfalls traden, so wie ich Ihnen das eben nochmal im Beispiel gezeigt habe. Nur, wie gesagt, wenn man so einen richtig starken, guten Swing vielleicht erwischen möchte, dann ist es so, dass ich mir oft auch anschaue, was hier tatsächlich die gleitenden Durchschnitte gerade machen. Und hier in diesem Fall war das ja auch ungefähr so, ja, dass wir hier eine gewisse Konsolidierung gesehen haben. Es ging nicht so wirklich hoch und dann gab es hier diesen starken Einbruch. Wir haben hier nochmal ein tieferes Tief gesehen, hoch, tieferes Hoch und dann das Zusammenziehen der gleitenden Durchschnitte. Und dann ging es hier bam runter. Und in der Regel ist das hier ein sehr gutes Setup gewesen. Und man muss aus meiner Sicht auch gar nicht so schnell sein, um hier zu reagieren, sondern es hätte auch vollkommen ausgereicht, wenn man wirklich das ganze Setup in Betracht zieht. Ja, hier hätte es noch nicht ausgereicht. Hier wäre man ausgestoppt. Ja, aber wenn man das Ganze in sich betrachtet, diese ganze Konsolidierung und dann diese Schwäche, die hier reinkommt mit den gleitenden Durchschnitten, die auf einmal alle zusammendrehen, zunächst sich zusammengezogen und dann ging es bam runter und dann hätte es auch gereicht, wenn man sich hier vielleicht positioniert hätte, hier eine Teilgewinnmitnahme, erst einmal Short, sich dann, wie gesagt, ich halte es für sinnvoll, sich immer über dem Hoch dann tatsächlich abzusichern und da muss man halt eben schauen, wie weit ist man davon entfernt? Und da kommt eben das Money Management ins Spiel. Wie viel bin ich bereit, hier tatsächlich zu verlieren? Aber wir sehen ja, die Chancen waren gar nicht mal so schlecht. Also wir hätten hier tatsächlich mindestens ein R schon erreichen können in diesem Fall. Und dann gab es aber diese starke Erholung. Trotzdem ging es hier erst einmal runter. Sehr fluktuativ natürlich. Wenn man aber hier mit Restpositionen weiterfährt, das ist natürlich hier immer eine Frage, ob man, wenn man hier sich positioniert hätte und dann auf Break-Even, dann wäre man hier bereits schon ausgestoppt worden. Denn ja, einfach sind diese Trades natürlich am Ende nicht immer, so wie hier zum Beispiel, ja, in diesem Fall. Genau, also das ist eine Möglichkeit, wie man da so rangehen könnte. Hier in diesem Fall speziell jetzt mal auf die aktuelle Lage zu kommen, sieht es für mich so aus, als ja, also es gibt eine gewisse Möglichkeit hier ein Tief, dass sich ein Tief ausbildet, aber für mich ist das hier noch nicht so wirklich eine sehr stark weit fortgeschrittene Korrektur. Also wir haben schon eine gewisse Korrektur gesehen, aber ich glaube, sie ist noch nicht ganz vorbei. Na, es kann natürlich trotzdem auch so hier ablaufen. Na? Bei solchen Tiefs, wenn man diese wirklich spielen möchte, und wir sehen, dass wir trotzdem noch weiterhin unter den gleitenden Durchschnitten sind, dann muss man sich relativ früh positionieren. Dann geht man halt eben dieses Risiko ein, positioniert sich relativ früh, hier in diesem Fall vielleicht schon. Da muss man aber wirklich sehr kurzfristig orientiert sein, vielleicht auch gar nicht darauf aus sein, einen starken Swing Trade zu erwischen, sondern vielleicht auch einfach sagen, okay, heute möchte ich tatsächlich irgendwie so und so viele Punkte mitnehmen. Hier haben wir ein Tief, zweites Tief. 4 Stunden Kerze geschlossen, hier könnte ich es jetzt probieren, ja. Und dann hätte man vielleicht hier in diesem Bereich schon ein R erreicht, hätte man hier geschlossen, sich auf Break-Even dann tatsächlich abgesichert und das wäre dann ein Day-Trade, den man jetzt hier gemacht hätte. Genau. Und darauf spekuliert, dass vielleicht sich die Erholung tatsächlich stärker fortsetzt. Aber wenn man auf eine Nummer sicher gehen will, dann würde ich empfehlen, wirklich sich ja, erstmal abzuwarten, zu schauen, was machen die gleitenden Durchschnitte, sind wir in einer stärkeren Konsolidierung, selbst wenn wir die gleitenden Durchschnitte hier erst einmal durchbrechen, zum Beispiel hier der Fall, bedeutet das noch lange nicht, dass der Trend beendet ist. Trotzdem hätte man hier einen Trade machen können, so ist das ja nicht. Nur wie gesagt, wichtiger ist es in diesem Fall zu schauen, dass man entweder früh genug dabei ist,
aber man darf eben nicht zu früh dabei sein, denn das sieht ja alles im Nachhinein sehr schön aus, aber wenn wir uns das Ganze hier in diesem Fall anschauen, dann ist es ja so, dass wir uns eigentlich noch voll im Downtrend befinden. Eigentlich auch sehr ähnlich zu der aktuellen Situation, die wir jetzt sehen. Insofern umso wichtiger ist es, dass wir, wenn wir darauf auf ein Tief spekulieren, hier ist schon mal positiv, dass die Korrektur, was ich eingangs erwähnt habe, schon ein wenig fortgeschritten ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit zumindest höher, dass sich die Erholung etwas stärker fortsetzt. Das ist auch etwas, was positiv ist. Und dann wollte ich nochmal hier drauf eingehen. Es ist ja nie die Möglichkeit gegeben, dass wir uns sehr nah absichern können. Hier zum Beispiel 4-Stunden-Kerze sehr stark nach oben ausgebrochen, hier in diesem Fall. Und wenn wir uns jetzt hier unter diesem Tief absichern würden, könnte man sagen, ja, okay, das ist mir doch viel zu weit entfernt. Man muss sich nicht unbedingt hier unter diesem Tief absichern. Eventuell schaut man sich dann an in der jüngsten Vergangenheit, ob es vielleicht nicht doch hier einen stärkeren Unterstützungsbereich gibt. Und tatsächlich ist es so, dass wir hier ja eigentlich ja einen gewissen stärkeren Unterstützungsbereich haben. Und dann kann man sagen, individuell hier, okay, ich sichere mich jetzt hier ja ein bisschen näher ab, ja, vielleicht nicht ganz unter diesem Tief. Wie gesagt, das ist nicht mein optimales Setup hier oder wäre nicht mein optimales Setup gewesen, aber so kann man da eben halt dran gehen. Nochmal, Thema ist ja Risk Management und Fokus Risk Management. Insofern Setups und Analyse ist das eine, aber wichtig ist oder wichtiger vielleicht doch, uns gute Absicherung ermöglichen und trotzdem eine gute Chance. Jetzt noch mal auf Ihre Frage. Ich schaue mir das mal. Sind doch kürzere Zeitspannen sinnvoll, zum Beispiel 30 Minuten? Ich finde nicht. Also ich gehe da nicht so vor, dass ich kürzere Zeitspannen nehme. Ich kenne aber Trader, die das so machen, mit sehr kurzen Zeitspannen arbeiten. Mir persönlich ist das alles viel zu schnell. Mir reicht das auch eigentlich. Wie gesagt, wenn ich ein Setup identifiziert habe, dann gehe ich auch davon aus, dass sich dieser Swing erst einmal fortsetzt. Da muss ich nicht nochmal in den 30-Minuten-Chart gehen, denn die Widerstände, die Unterstützung, die Tiefs, die sehe ich auch hier. Und zwar sind die vielleicht sogar noch wichtiger. Wenn ich natürlich sage, ich möchte nur 10 Punkte mitnehmen jetzt an diesem Tag nur und dann aus dem Trade rausgehen möchte, dann kann man sich überlegen und auf 30 Minuten runtergehen. Wie gesagt, Risk Management, Money Management, das sind grundlegende Dinge, die auch im sehr kurzfristigen Zeitrahmen funktionieren. Nun muss man da natürlich sehr viel schneller reagieren. Die Signale sind nicht so zuverlässig. Die Tiefs, die sind vielleicht nicht so zuverlässig, ne? Also wie jetzt zum Beispiel auf 4-Stunden-Basis. Wie gesagt, ich benötige das nicht. Mir reicht das auch so. Und oft ist es auch sogar, dass ich mir auf Wochenbasis einfach mal anschaue, was hier passiert. Hier zum Beispiel der Fall, ja, der nicht so gut als Trade hier gelaufen ist, als Long. Schauen wir mal, welches Datum das war. 17. Mai nochmal ganz kurz, das wollte ich nochmal als Beispiel bringen, weil es ja nicht alles so ideal aussieht wie hier, insbesondere mit diesen Setups. Hier in der jüngeren Vergangenheit hatten wir ja auch oft solche Setups hier gesehen, die aber trotzdem nicht nachhaltig waren, ja. Da in solchen Fällen ist es halt auch sinnvoll, auf die Setups zu schauen, ne? Also hier haben wir eine stärkere Erholung, aber selbst hier sehen Sie ja auch, ne? Doppeltief, Erholung. Stärkeres Doppeltief, Erholung. Und hier ist es halt, das ist nämlich der Trade, den ich Ihnen eben jetzt hier auf Wochenbasis gezeigt habe. Es kann sein, dass man sich hier zum Beispiel positioniert und dann fluktuiert das einfach nur so ein bisschen hin und her. Hier hätte man vielleicht sogar ausgestoppt werden können, weil man so schon viel zu früh auf Break-Even gegangen ist. Und das Ganze ist nicht ganz so sicher insgesamt. Und dann ist es sogar so, dass ich öfters mal einfach auf Wochenbasis mir das Ganze anschaue und dann schaue ich, was passiert denn hier eigentlich. Dann sehe ich, okay, wir haben jetzt hier den Erholungsversuch gehabt auf Wochenbasis und dann haben wir hier diese Kerze auf Wochenbasis, also erstmal diese Hammerkerze, dann haben wir hier auf Wochenbasis eine Erholung. Das ist für mich ein gutes Signal und ich möchte dann in diesem Fall tatsächlich eher long gehen, auch wenn es kurzfristig ist, anstatt Short, denn hier habe ich 2 Wochen, die eigentlich eher bullisch waren, also beziehungsweise hier haben wir den bullischen Impuls, Fortsetzung auf Wochenbasis, sogar hätte man sagen können, hier in diesem Fall, das sind nämlich diese 2 Tiefs hier, ne? Diese Wochenkerze sind die 2 Tiefs, die
wir uns jetzt hier anschauen. Und da hätte man zum Beispiel auch sagen können, okay, das genügt mir. Ich sehe hier einen bullischen Impuls. Und da möchte ich mich jetzt hier positionieren zum Beispiel. Aber auch hier war die 4-Stunden-Kerze zum Beispiel sehr stark. Da muss man gucken, wo man sich nach unten hin positioniert. Beachten Sie auch Formationen oder nur Trends? Also grundsätzlich Formationen schaue ich mir auch gerne an, aber am Ende, wie anfangs auch erwähnt, bricht sich alles darauf runter, ob das Setup das Ganze auch Risiko- oder Chancen-Risiko-verhältnismäßig hergibt. Ja, wenn ich eine Formation habe, bei der, sagen wir mal, also als Beispiel, wenn ich eine Formation nehmen würde, jetzt mal so eine Konsolidierung, ja, dann ist es für mich schon wichtig, dass ich die Tiefs hier beachte. Ja, wenn ich jetzt hier, also diesen Ausbruch würde ich zum Beispiel nicht mehr handeln, weil es für mich wichtiger ist, dass ich mich nah unterm Tief absichern kann, sofern es geht. Ja, aber dieser Ausbruch wäre für mich schon tatsächlich zu weit entfernt. Ja, also solche Formationen habe ich schon im Blick, aber es muss für mich trotzdem passen, und zwar mit dem eben mit dem wichtigen Tief. Ja, also was gut funktioniert oft mit Formationen, meiner Erfahrung nach, sind zum Beispiel so Dreiecksformationen. Warum? Weil Dreiecksformationen in der Regel Konsolidierungen sind, in denen auch Tiefs sich weiter nach oben entwickeln können. Ja, zum Beispiel jetzt, sagen wir mal so, das hier ist eine Dreiecksformation. Und so eine Dreiecksformation würde ich eher handeln. Jetzt ist mit dem Internet irgendwie ein bisschen langsam hier. So eine Dreiecksformation würde ich eher handeln. So ein Ausbruch aus der Dreiecksformation, wie gesagt, das sehen Sie ja jetzt schon, weil hier das Tief einfach für mich auch näher sich befindet an dem Ausbruch selbst. Und selbst wenn wir hierhin korrigieren, habe ich immer noch den Stop hier. Das heißt, ich habe immer noch eine gewisse Chance, dass wir nach oben ziehen. Da muss man halt natürlich entscheiden, wo nehme ich die erste Teilgewinn mit. Wie gesagt, ich gehe da eher tatsächlich so simpel vor, dass ich je nach Positionsgröße mir sage, okay, hier habe ich jetzt die 100 Euro, die nehme ich jetzt mit. Egal, ob ich jetzt hier das hier schon erreicht habe oder nicht. Weil wie gesagt, ich möchte nicht prognostizieren, ob wir tatsächlich diesen Bereich erreichen oder nicht. Wichtiger ist für mich tatsächlich das hier. Also das würde ich in der Frage Formationen doch trotzdem mit berücksichtigen, ja. Die Formation kann man handeln, wenn es tatsächlich mit dem Chancen-Risiko-Verhältnis ebenfalls zusammenpasst. Gut, ich hoffe, das hat sich Ihre Frage soweit erledigt. Grundsätzlich sind für mich natürlich Trends doch eher besser, weil dort die Swings besser ausgenutzt werden können, aber ich handle genauso auf Forex. Trends, also wie gesagt, es muss jetzt nicht unbedingt so ein starker Trend sein, wie wir den im S&P 500 Index gesehen haben jetzt in den letzten Wochen. Das ist eher sogar etwas, was man tatsächlich auf mittelfristiger Basis sogar handeln kann. Ja, wenn man jetzt zum Beispiel auf Basis solcher Setups, wie ich gerade vorgestellt habe, ein gutes Tief erwischt hat, hier in diesem Bereich zum Beispiel, oder sei es sogar in diesem Bereich oder in diesem Bereich, dann kann man diese Strategien auch auf einen längerfristigeren Trade ummünzen. Da muss man natürlich bedenken, wie viel Swap-Gebühren man bezahlen muss und so weiter und so fort, ob sich das lohnt. Ich persönlich habe zum Beispiel, ich glaube, hier den Trade gemacht, diesen Swing gemacht und auch mit einem CFD, und das hat gut funktioniert. Ja, also die Swap-Gebühren waren jetzt nicht unbedingt sehr hoch, und da bin ich tatsächlich auch so vorgegangen, dass ich hier auf Wochenbasis mir, bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob das hier war oder vielleicht sogar hier war, irgendwo, ob das jetzt sogar hier, nee, so kurzfristig, doch, es kann sein, dass das sogar hier war, dass ich diesen Swing Trade gemacht habe, ich glaube aber eher nicht, also einen von diesen Swing Trades, den ich länger laufen lassen habe, habe ich gemacht, und zwar ganz simpel, mir dann eine Korrektur angeschaut und dann in den ersten Wochen Plus angesehen, und dann so könnte man zum Beispiel auch hier vorgehen. Wir haben immer noch auf Wochenbasis ein Minus. Bedeutet für mich, eigentlich sind wir noch gar nicht so wirklich bullish. Es gibt für mich hier nicht so wirklich Grund, optimistisch zu sein. Eher hätte ich gesagt, nach dieser starken negativen Wochenkerze wäre ich short eingestellt, kurzfristig. Aber im S&P bin ich bei Aktien im Moment eher vorsichtig, was Shorts angeht. Aber wir wissen ja, dass diese
Kurse im Moment von vielen anderen Faktoren abhängen und hier einfach stark bullische Tendenzen immer noch bestehen, auch wenn wir jetzt auch eine Korrektur sehen. Insofern mit Shorts eher kurzfristig ja, aber jetzt etwas längerfristig eher weniger. Und wie gesagt, hier hatten wir ein sehr schönes Setup für einen Short gesehen. Das nochmal als Tipp am Rande. Können Sie sich mal anschauen, ob das für Sie auch funktioniert. Und hier ist es halt eben wichtig, ja. Also grundsätzlich ist für mich alleine für sich oder als einzelner gleitender Durchschnitt ist für mich nicht so wichtig, weil sie sehr oft Fehlsignale generieren. Sehen Sie auch hier, welchen soll ich jetzt nehmen? Soll ich den 10er, 25er nehmen? Oder den hier vielleicht? Dann ist es hier, bei dem ist es schon zu spät, bei dem ist es vielleicht früh, aber das Signal ist nicht zuverlässig. Aber was ich für mich halt eben herausgefunden habe, wenn wir halt solche Setups haben, wo sich alle zusammenziehen und dann geht es nochmal impulsiv nach oben, dann ist es in der Regel ein gutes Setup. Hier in diesem Fall hatten wir sogar richtig gutes Chancen-Risiko-Verhältnis. Man hätte sich noch nicht mal hier unten absichern müssen, sondern einfach hier unter diesen beiden Tiefs. Das ist ein super Setup. Wenn man diesen Swing hier hat, ne, und dann immer mit Teilgewinnmitnahmen arbeitet, dann hat man eigentlich schon ziemlich guten Trade hingelegt, ohne dass man sich immer wieder repositionieren muss, immer wieder nach Trade suchen muss und so weiter. Genau, und hier würde ich das, glaube ich, auch erstmal so empfehlen. Wir haben jetzt im Moment keinen richtigen starken Impuls hier nach oben. Klar, wir haben jetzt diese Erholung zwischendurch mal. Eigentlich ist dieses Setup wahrscheinlich jetzt erst einmal, was sich fortsetzen wird. Das heißt, wir haben eine hohe Volatilität. Eine hohe Volatilität bedeutet immer, dass wir auch stärkere Erholungen sehen, aber genauso wieder stärkere Abverkäufe sehen. Und solange der VIX auf höheren Leveln bleibt, denke ich mal, dass das auch so weiter sich fortsetzen wird. Für super kurzfristige Trader ist das natürlich ideal, ne? Also da kann man auch hingehen und sagen, Long, Short, Long, Short, Long, Short. Aber wie gesagt, für mich ist das alles etwas, was viel zu schnell abläuft. Und ich brauche das auch nicht, weil wenn ich so einen guten Swing Trade erwischt habe, zum Beispiel so wie hier, dann bin ich ja eigentlich immer am Traden. Nur ich muss mich nicht immer wieder entscheiden, sondern ich habe immer die Möglichkeit, weiterhin hier positioniert zu sein. Dann nehme ich an dem Tag einen Gewinn mit. Deshalb sage ich auch immer, meine Strategie ist eine Kombination zwischen Daytrading und Swing Trading, aber Daytrading nicht deshalb, weil ich jeden Tag einen neuen Trade eingehe, sondern deshalb, weil es vorkommen kann, dass ich eben fast an jedem Tag einen Gewinn mitnehme. Wenn der Swing Trade gut ist, na, dann nimmt man hier am Montag einen Gewinn mit, dann nimmt man am Dienstag einen Gewinn mit und so weiter, wenn es ideal läuft, ja. Aber wie gesagt, auch im Daytrading ist es ja nicht so, dass man jeden Tag einen Gewinntrade, also zumindest nicht bei vielen oder nicht bei allen Tradern so, dass man da Gewinne mitnimmt an demselben Tag. Gibt natürlich Profis, die hier auf 5-Minuten-Basis dann traden das Ganze und am Tag vielleicht 20, 30 Trades machen und am Ende natürlich trotzdem mit einem Gewinn rausgehen. Das ist eine individuelle Sache, die muss man für sich testen. Für mich ist das nichts. Das bindet mich zu sehr zeitlich und emotional. Ich bin eher da so, dass ich da versuche, das Ganze etwas ruhiger angehen zu lassen. Und wie gesagt, für mich habe ich diesen Weg gefunden, dass ich da trotzdem relativ kurzfristig Gewinne sichern kann. Ja, soweit dazu. Ich hoffe, Sie haben Spaß gehabt, haben einiges hier mitgenommen, wenn es um das Thema Risk, Money und Trade Management geht. Verzeihung. Probieren Sie es für sich vielleicht im Demokonto aus, ob das was für Sie ist. Wie gesagt, Grundgerüst ist sehr wichtig, finde ich. Ich habe am Anfang auch mich mehr auf die Analyse konzentriert. Dann irgendwann mal beschlossen, mich auf diese Faktoren zu konzentrieren. Jetzt ist es wieder die Analyse. Verzeihung. Nachdem ich jetzt tatsächlich diese Faktoren für mich schon etabliert habe, als die eigentlichen Erfolgsfaktoren, versuche ich jetzt mehr, mich wieder auf die Analyse zu konzentrieren, um da nochmal eine gewisse höhere Wahrscheinlichkeit rauszuholen bei den Chancen. Also das ist zum Beispiel so ein Mittel, wo ich sage, okay, wo kann ich auf der Analyseseite nochmal das Setup vielleicht verbessern, ja? Ohne dass ich jetzt zu viel hier rumtraden muss und Fehltrades akzeptieren muss und so weiter, ja? Aber wie gesagt, am Ende alles unter dem Mantel dessen, dass Risk, Money und Trade Management die wichtigeren Parameter bleiben. Ja, ich bedanke mich bei Ihnen für die Teilnahme, dass Sie so tapfer durchgehalten haben und nicht abgeschaltet haben. Ich hoffe,
Sie bleiben weiterhin auch bei dem Programm dabei von IG. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall viel Erfolg und bleiben Sie natürlich gesund. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank, David. Ein sehr interessantes Webinar. Ich hoffe, Sie, meine Damen und Herren, konnten einiges mitnehmen und lernen. Ich darf Sie jetzt kurz vor Abschluss noch auf unsere Kontaktdaten hinweisen. Falls Sie Neukunde sind oder ein gewisses Interesse an einem Konto bei uns haben, können Sie gerne die Neukundenabteilung unter der folgenden Nummer erreichen. Wenn Sie bereits Kunde sind, steht Ihnen natürlich der Kundendienst zur Verfügung. Sie können uns natürlich auch auf den sozialen Medien folgen. Auf unserem YouTube-Kanal zum Beispiel wird auch dann dieses Webinar noch einmal publiziert werden, genauso wie in der IG Academy. Und dann darf ich Ihnen abschließend auch von meiner Seite nochmal vielen Dank sagen und auch noch frohe Festtage wünschen. Vielen Dank.